So, dann würde ich sagen, starten wir unsere Fondsmanagement-Sprechstunde. Kurz noch voraus, unser Disclaimer, dass im Rahmen der Sprechstunde es natürlich auch immer wieder zu Fragen zu unseren Fonds kommt und deswegen bitten wir Sie und euch folgende Hinweise zu beachten. Die Sprechstunde stellt keine Anlageberatung dar, sie dient lediglich der allgemeinen Information über unseren Service. Darstellungen von historischen Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung. Und für eine Investmententscheidung sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds in Betracht gezogen werden, nicht nur beispielsweise nachhaltigkeitsrelevante Aspekte. Für weitere Informationen zu den von uns gemanagten Fonds selbst sind ausschließlich die Informationen der Universal Investment maßgeblich. Die finden Sie bzw. findet ihr in unserem Download-Bereich auf der Webseite. Nur noch zur Information bzw. eine Bitte. Wir wollen nicht nur Fragen, die jetzt tief in die Expertise reingehen, beantworten, sondern wir stehen wirklich für alle Fragen offen. Also auch soll sich keiner davor scheuen, auch leichtere Fragen zu stellen. Wir wollen hier wirklich auf alle Fragen eingehen und alles rund um Evergreen und Marktsituation beantworten. Vielleicht fangen wir damit auch schon gleich am besten an. Die turbulente Marktsituation ist ja immer noch sehr präsent. Even, vielleicht möchtest du einmal ganz kurz nochmal auf die Marktsituation derzeit eingehen, auf die Wertentwicklung der Fonds, welche Hintergründe dazu führen, dass die Wertentwicklung derzeit so aussieht, wie sie eben aussieht. Ja, hallo und herzlich willkommen auch an alle von meiner Seite. Die Marktsituation ist, wie Charlotte sagt, sehr, sehr unruhig, sehr turbulent und wie immer hat es auch keiner vorhergesehen. Die Bewegungen, mal ganz unabhängig von den Ursachen, sind nicht ungewöhnlich. Ich würde sogar fast sagen, normal, zumindest was die Aktienseite angeht. Das heißt, die Schwankungen, die man dort sieht an den Märkten, an den Aktienmärkten, sind im Verhältnis zu historischen Entwicklungen immer noch moderat. Man erinnere sich nur an den Corona-Crash, wo Aktien mal auch über 30% verloren haben oder gar die Finanzkrise 2008, 2009, wo es auch mal 50% nach unten ging. Jetzt sind wir natürlich in den letzten Jahren ein bisschen verwöhnt gewesen durch die permanenten Kursgewinne an den Aktienmärkten. Aber wenn man es historisch einordnet, dann sind die Schwankungen insgesamt noch mehr als im Rahmen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die noch zunehmen können. Was natürlich immer wieder unterschiedlich ist, sind die Ursachen für die Schwankungen. Die kann man dann im Nachhinein auch beobachten und analysieren. Und aktuell haben wir natürlich zwei Ursachen. Zum einen die geopolitische Lage, wie es immer so schön heißt, und ganz konkret natürlich der Krieg in der Ukraine. Aber es gibt ja einen noch wesentlicheren Faktor auf die Märkte. Das sind im Prinzip Inflationsängste, Rohstoffknappheit. Und das bedeutet natürlich, dass die Prognose für Unternehmensgewinne und Entwicklungen der Weltwirtschaft etwas, negativ sind. Auch was so China angeht, gibt es auch immer wieder Signale, dass dort das Wachstum deutlich geringer ausfällt als die Erwartungen noch vor einem Jahr zum Beispiel. Und was dann noch hinzukommt, sind auch jetzt die zunehmenden Inflationsängste. Diese Inflationsängste, die gibt es eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten, nur scheinen sie sich diesmal tatsächlich zu materialisieren. Das heißt, wir haben eine massiv gestiegene Inflation in den USA und auch mittlerweile in Europa. Und all das wirkt sich auf die Märkte aus. Das sind also die aktuellen Gründe für die Turbulenzen. Und wie gesagt, in der Ausprägung sind die Turbulenzen im Rahmen des Erwartbaren. Nur die Gründe sind diesmal eben ein anderes. Vor zwei Jahren war es Corona. Heute ist es Inflation, Krieg und Weltwirtschaft. Und die spannende Frage ist, was bedeutet das für Geldanlage ganz allgemein und auch im Besonderen auf die Assetklassen bezogen? Was diesmal besonders ist, ist, dass die Kursrückgänge in vielen Portfolios, egal ob das gemanagte Portfolios von großen Portfolio-Manager sind oder auch ETFs, gerade in gemischten Mandaten, außergewöhnlich schlecht sind. Und das liegt daran, dass
seit langem Aktien und Anleihen gleichzeitig an Wert verlieren, beziehungsweise die Kurse negativ sind. Früher hat man ja ein gemischtes Portfolio zur Diversifikation genommen. Wenn die Aktien gefallen sind, sind die Anleihen gestiegen und umgedreht. Und jetzt haben wir seit einigen Jahrzehnten, kann man fast sagen, das Phänomen, dass Aktien und Anleihen gleichzeitig fallen und Anleihen auch noch fallen in einem ungeahnten Ausmaß. Ja, und das verstärkt natürlich den Effekt, gerade auch für konservative Portfolios, die einen hohen Anleihenanteil hatten. Und mitunter ist es sogar so, dass konservativere Portfolios mit viel sicheren, vermeintlich sicheren Anleihen teilweise mehr verloren haben an Wert als riskante Portfolios, die zu einem großen Teil aus globalen Aktien bestanden. Und das verstärkt natürlich die Verunsicherung, gerade bei den Anlegern und Anlegerinnen, die mit einem konservativen Portfolio auch eher mehr Sicherheit erwartet haben. Für den Anleihenteil ist es entsprechend so, dass diese Kursverluste am Anleihenmarkt, die jetzt natürlich überall in den Portfolios weltweit zu Buche schlagen, mit einer Zinserhöhung oder einem Anstieg der Verzinsung einhergehen. Das ist also so ein zweischneidiges Schwert. Ich erleide kurzfristig jetzt Kursverluste, habe aber mittelfristig dafür eine höhere Verzinsung im Portfolio. Und die macht sich natürlich erst über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, bemerkbar. Das ist also ein bisschen anders als bei Aktien. Wenn Aktien einmal fallen, dann müssen sie sich irgendwann mal erholen im Kurs. Wenn Anleihen einmal fallen, bedeutet das, dass die Zinsen gestiegen sind. Ich kann also die Kursverluste durch gestiegene Zinsen über die Zeit auch wieder kompensieren und dann eben auch einen Vorteil daraus ziehen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und um das mal zu skizzieren, wie krass die Lage ist, es ist so, dass ein durchschnittliches Anleihenportfolio bestehend aus europäischen Staatsanleihen in letzter Zeit, in den letzten Monaten, um die 10% Wertverlust erlitten hat. Muss man sich mal vorstellen, ja, Staatsanleihen als sicherer Hafen, 10% Kursverlust innerhalb von wenigen Monaten. Und je nachdem, wie diese Anleihen ausgestaltet sind und welche Laufzeit die haben, sind die Kursverluste teilweise noch viel höher. Es gibt zum Beispiel in Österreich eine Staatsanleihe, die der österreichische Staat begeben hat. Die hatte eine Laufzeit von 100 Jahren, also ein unvorstellbarer Zeitraum. Und aufgrund dieser langen Laufzeit dieser österreichischen Staatsanleihe lag der Kursverlust dieser Anleihe bei 50%. Ja, während der Aktienmarkt global, weiß nicht, zwischen 10% und 20% verloren hat, je nachdem, auf welchen Index man schaut. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass der österreichische Staat jetzt pleite wäre oder so oder sich Schulden nicht zurückzahlen kann, sondern einfach aufgrund der gestiegenen Zinsen haben sich eben diese Kursverluste in diesen Anleihen so materialisiert. Und das ist so die aktuelle, sagen wir mal, Lagebeschreibung an den Märkten und die Auswirkungen dieser aktuellen Marktlage auf die Anlegerportfolios, ganz egal, ob das jetzt ein Fonds ist und ob das Evergreen ist oder ob das DWS oder DK oder sonst was ist. Das betrifft im Prinzip alle gleichzeitig, mal mehr, mal weniger. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, in welchem Index man investiert ist. Technologieaktien haben besonders stark verloren. Entsprechend sind die Indizes sehr, sehr stark gefallen. Das waren noch die Sieger im letzten Jahr. Dieses Jahr sind es die Verlierer. Breiter gestreute Portfolios auf der Aktienseite haben sich ein bisschen besser entwickelt zum aktuellen Zeitpunkt. Und ja, die Frage ist natürlich, wo geht es jetzt hin? Und die ehrliche Antwort ist wie immer, das weiß man nicht und das weiß keiner. Offensichtlich scheinen sich so inflationäre Tendenzen doch stärker zu manifestieren, sodass es vermutlich jetzt noch kein guter Zeitpunkt ist, jetzt verstärkt auch wieder in langlaufende Anleihen, wie zum Beispiel die 100-jährige österreichische Anleihe, zu investieren, weil sich die Kursverluste noch ein Stück weit sicherlich auch ausweiten können.
Das geht so ein Stück miteinander, ineinander. Hohe Inflationserwartungen führen dann häufig eben auch zu Zinserhöhungen und somit zu Kursverlusten an den Anleihen. Und wenn diese Erwartung bezüglich der Inflation immer weiter nach oben geht, dann kann es da weitere Verluste geben. Aber das, was ich vorhin schon angesprochen habe, Kursverluste auf der Anleihenseite, bedeutet höhere Verzinsung in der Folge, sodass sich dieser Effekt der Kursverluste und die höheren Renditen über die gestiegenen Zinsen irgendwann mal auch annähern oder ausgleichen, sodass das dort eben ein bisschen anderes Szenario ist als jetzt auf der Aktienseite. Also wir wissen natürlich alle nicht, wo es hingeht, aber es scheint auf jeden Fall turbulent zu bleiben. Unvorhersehbar sowieso. Da ist die aktuelle Situation nicht anders als vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und in den Evergreen-Portfolios gibt es ja die Besonderheit der Risikosteuerung. Und da sieht es aktuell so aus, dass wir die Risiken sowohl auf der Anleihenseite als auch auf der Aktienseite extrem reduziert haben. Um das nochmal in den Kontext zu bringen, unsere konservativen Portfolios, die haben jetzt noch eine Aktienquote von 5%, eine Anleihenquote von 10% und eine Kasse, also Geldmarktquote oder eine Kassehaltung von 85%. Das ist auch für unsere Strategien historisch hoch. Eine historisch hohe Kassehaltung, also ein sehr hohes Sicherheitsniveau, was wir im Moment fahren. Und das ist einfach damit erklärt, dass diese enormen Schwankungen sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Anleihenseite in Kombination dazu führen, dass wir alle Portfolios erstmal sehr, sehr sicherheitsorientiert fahren und sehr, sehr niedrige Quoten fahren, um Anlegerinnen und Anleger vor hohen Schwankungen in der nächsten Zeit zu bewahren. Und damit erstmal zurück an Charlotte. Vielen Dank, Ivan, für die ausführliche Erklärung der derzeitigen Situation. Wir haben auch schon eine Frage erhalten, die würde ich an dich abgeben, lieber Leon. Und zwar geht es um das Thema Steuerautomatisierung. Wir schreiben auf unserer Webseite, dass bei einer Steuerautomatisierung der Verkauf und Kauf der Voranteile exakt zeitgleich stattfinden und der Kurs deshalb identisch bleibt und somit kein Kursrisiko entsteht. Auch Transaktionskosten fallen keine an. Hier die Frage, aus welchem Grund gibt es hier keinen Spread, wie zum Beispiel bei einem An- und Verkauf eines ETFs? Und vielleicht kannst du auch in dem Zusammenhang gleich einmal etwas ausführlicher erklären, wo denn der Unterschied zwischen unseren Fonds und einem ETF besteht. Gerne. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen an alle, die da sind. Das sind natürlich auch viele Themen angeschnitten. Ich werde die mal versuchen, systematisch abzuarbeiten. Punkt 1, die Steueroptimierung auf unserer Webseite. Wie funktioniert diese Steueroptimierung bei uns? Man reicht bei uns einen Steuerfreibetrag ein, Höhe von bis zu 801 Euro. Und wir schauen uns dann an, okay, wie viel von diesem Steuerfreibetrag ist noch frei und wie viel Gewinne hat der Kunde oder die Kundin zu diesem Zeitpunkt gemacht? Und dann lösen wir diese Gewinne, man nennt das realisieren. Das heißt, wir verkaufen Anteile und kaufen sie im selben Moment wieder zurück, nur damit diese Transaktion stattgefunden hat. Weil das bedeutet steuerlich, dass die Gewinne realisiert wurden und dass darauf Steuern anfallen, aber dass eben dieser Freibetrag deshalb ausgenutzt wurde. Und was eben die Besonderheit ist, diese Steuerfreibetrag oder Steuern zahlen, fallen immer an, wenn man sozusagen handelt. Das heißt, wenn ich einen ETF-Sparplan habe oder ein ETF-Investment, dann zahle ich diese Steuern, sobald ich den ETF verkaufe oder die Aktie oder was auch immer verkaufe. Das Problem ist, wenn ich über einen 10 Jahre Anlagehorizont habe und dann am Ende alles verkaufe, dann zahle ich einmalig alle Steuern auf alle Gewinne, habe aber nur 801 Euro Freibetrag. Bei uns ist es so, wir können jedes Jahr den Steuerfreibetrag einlösen, bis zu 801 Euro oder je nachdem, wie hoch halt der Gewinn ist, und können dann jedes Jahr den Steuerfreibetrag einlösen, sodass das nicht alles am Ende der Laufzeit anfällt und wo man dann nur noch den einmal den jährlichen Steuerfreibetrag hat, sondern wir können das eben kontinuierlich einlösen und damit die Steuerlast des Anlegers senken. Und die Besonderheit bei unserem Ansatz ist eben, dass das nicht mit Kosten verbunden ist. Grundsätzlich kann man das auch mit Aktien und ETFs machen, indem man einfach einmal im Jahr seinen Bestand in Höhe dieses Gewinns verkauft und wieder kauft. Das Problem ist, da fallen Kosten bei an. Da fallen Transaktionskosten durch die Bank an, durch die Verwahrstelle, es fallen Spreads an der Börse an.
Und deshalb lohnt sich das meistens einfach nicht, weil dieses Hin und Her, dieses Kaufen und Verkaufen in einem Moment, das kostet einfach Geld. Und bei uns kostet das kein Geld, weil in unseren Plattformen, wir haben keine Transaktionskosten. Dementsprechend fallen da keine an und es gibt bei uns keine Spreads. Da werde ich auch gleich nochmal genau drauf eingehen, warum das so ist. Dementsprechend kauft man zu null Kosten und man kauft auch immer zum selben Preis. Unsere Fonds sind offene Publikumsfonds. Das heißt, die werden einmal am Tag bewertet zum Handelsschluss, 17 Uhr. Und zu diesem Handelsschlusskurs wird gehandelt. Das heißt, wir geben während des Tages die Order auf und zum Handelsschluss, sobald der Kurs bewertet wird, festgelegt wird, kaufen und verkaufen wir. Dadurch, dass kein Intraday-Pricing bei uns stattfindet, kauft man immer zu diesem einen zentralen Kurs, der einmal am Tag festgelegt wird. Und deshalb gibt es bei uns auch keine Spreads. Unsere Fonds werden derzeit nicht über Börsen gehandelt. Spreads fallen bei sogenannten Börsen an. Das ist praktisch eine Börse, ist ja ein Handelsplatz, wo ein Verkäufer und ein Käufer zusammenkommen, um dann genau sozusagen das Produkt zu handeln. Und die Börse nimmt einen kleinen Anteil dafür. Die nimmt eine Gebühr dafür, die materialisiert sich im Spread. Der Spread heißt, der Verkäufer kriegt beispielsweise 100 Euro, der Käufer hat aber 101 Euro dafür gezahlt. Und diese Differenz zwischen diesen beiden 101 und dem 100 Euro, das ist dann die Spread und das nimmt die Börse ein. Bei uns handelt man aber nicht über die Börse, sondern man handelt direkt bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Also direkt da, wo unser Fonds liegt, geht am Ende des Tages die Bank, die DAB Paribas bei uns, von unserer Seite aus hin und sagt sozusagen, ich möchte jetzt direkt von euch die Anteile kaufen, ohne über einen Handelsplatz zu gehen. Und dementsprechend fallen bei uns auch keine Spreadkosten an. Wenn unsere Fonds über Börsen gehandelt werden würden, was auch möglich ist, teilweise auch schon passiert ist, dann würden auch bei unseren Fonds Spreads anfallen. Die werden von der Börse vereinnahmt. Wir haben aber beschlossen, unsere Fonds auch aktiv von der Börse zurückzuziehen, weil es keinen Sinn macht. Sie werden eh nur einmal täglich bepreist. Dementsprechend macht es einfach viel mehr Sinn, bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft direkt zu kaufen und sich diese Spreadkosten zu sparen am Ende. Und das ist diese Kombination aus keine Transaktionskosten und keine Spreads ermöglichen es uns, diese Steueroptimierung zu machen, die andere Anbieter einfach nicht machen können aufgrund ihres Konstrukts. Und das ist ein Riesenvorteil für unsere Kunden und so funktioniert das. Und das ist auch einer der großen Unterschiede zum ETF. ETF werden quasi nur über die Börse gehandelt. Das heißt, es passiert auch, dass Intraday-Preise entstehen. Man kann mittags zu einem anderen Preis kaufen als abends, weil die Börse die Preise feststellt, je nachdem, wie hoch die Angebot und Nachfrage ist. Aber es wird eben auch immer einen Spread abgezogen. Das ist ein rein rechtlich sehr großer Unterschied zwischen unseren Fonds und ETF-Fonds. Wenn man jetzt weil die Frage ja sich auch darauf bezog, wo ist der große Unterschied zwischen unseren Fonds und ETFs? Jetzt habe ich eben abgegrast, Steuerautomatisierung, wie funktioniert das? Wieso kann das bei uns funktionieren? Warum gibt es keine Spreads? Jetzt komme ich noch so ein bisschen zu den portfoliotechnischen Unterschieden zwischen ETFs und unseren Fonds. ETFs ist im Grunde einfach ja auch nur ein Begriff für gehandelte Fonds. Oftmals werden ETFs oder in den allermeisten Fällen werden ETFs aber mit marktbreiten passiven Produkten verbunden. Das heißt, es sind passive Fonds, die irgendeinen breit gestreuten Index wie den MSCI World oder den Stocks oder den S&P 500 abbilden und einfach immer diesen Index handeln, ohne irgendwelche aktive Portfolio-Management-Komponenten und deshalb sehr kostengünstig sind und genau, das ist am Ende, was man unter einem ETF meistens versteht. Bei unseren Fonds, das Kostenniveau ist sehr ähnlich zu einem ETF. Unsere Kosten auf unserer Plattform sind 0,59%. Bei ETFs liegen die Kosten bei zwischen 0,2 und 0,6%. Das heißt, vielleicht ein klein wenig teurer als ein ETF, aber nicht viel. Das grundlegende passive Portfolio ist ähnlich bei uns. Auch wir investieren nur passiv, nur in breit diversifizierte Märkte. Wir machen keins Stockpicking von einzelnen Unternehmen, sondern wir investieren auch nur in breite Indizes. Da sind wir und ETFs sehr gleich oder unsere Fonds und die ETFs sehr gleich. Der große Unterschied ist jedoch unsere aktive Quotensteuerung. ETFs haben immer eine rein statische Quote. Ein Aktien-ETF hat immer 100% Aktien und ein Anleihen-ETF hat immer 100% Anleihen und ein 50-50-Portfolio hat immer genau 50%. Und unsere Fonds haben aber dynamische Quoten, die kann man auch auf unserer Webseite einsehen. Das ist, was Even vorhin auch erklärt hat, die Quoten, die wir derzeit schon sehr stark gesenkt haben. Das heißt, unsere Aktienquote und unsere Anleihenquote sind dynamisch. Die können zwischen
im hohen Risikoklassen zwischen 0 und 100% im Grunde schwanken, in den niedrigen Risikoklassen zwischen beispielsweise 0 und 40% auf der Aktienseite. Und genau, diese Quotensteuerung ist eben der große Unterschied zwischen uns und unseren Fonds. Wir passen die Quoten dynamisch an die Marktsituation an. Wenn der Markt schlecht läuft, wie es im jetzigen Szenario halt ist, dann gehen wir aus den Aktien und auch aus den Anleihen raus. Das ist auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Portfolios. Manchmal ist das Cash oder Bargeld, Geldmarkt, je nachdem, wie man es nennen mag, auch wenn zurzeit vielleicht Negativzinsen fallen, ist es manchmal einfach immer noch die beste Option. Wenn Aktien und Anleihen schlecht laufen, dann nehme ich dann doch lieber die zurzeit Negativ- oder Nullverzinsung, die ich vielleicht auf einem Bankkonto bekomme. Und diese aktive Quotensteuerung ist der große Unterschied bei unseren Fonds und einem ETF. Von der Kostenkomponente und der passiven Diversifikationskomponente sind sie aber sehr ähnlich. Genau, ich hoffe, ich habe die Fragen damit auf allen Aspekten beantwortet. Danke dir. Ich denke, wenn wir einmal bei dem Handel und bei dem Verkauf und Kauf der Voranteile aufgrund der Steuerautomatisierung waren, Leon, würde ich gerne gleich bei dir bleiben. Wir bieten ja mehrere Pockets an. Man kann ja bei jedem Pocket auch eine eigene Risikokennzahl hinterlegen und man hat die Möglichkeit, die Umschichtungen vorzunehmen zwischen den Pockets. Gerade bei einer Geldanlage, die auf 10 Jahre angelegt ist und 8 Jahre sind hinüber und man möchte das Risiko etwas herausnehmen, gibt es ja Kundinnen und Kunden, die das Geld dann lieber in ein Pocket umschichten wollen mit einem niedrigeren Risikokennzahl. Dadurch passen wir die Quoten der beiden Fonds an. Ja, und vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, wie das passiert, beziehungsweise ob dann auch steuerpflichtige Gewinne stattfinden. Also ob wir dann wirklich neue die Voranteile verkaufen und wieder zukaufen oder ob das intern funktioniert. Vielleicht kannst du darauf kurz eingehen. Na klar, sehr gerne. An der Stelle muss man einmal fundamental unterscheiden zwischen Umschichtungen, die in unseren Fonds stattfinden und Umschichten, die in Pockets stattfinden. Also ein Pocket bedeutet bei uns eine Risikoklasse 6 beispielsweise, bedeutet, dass ich 60% von unserem Evergreen PDI Young Fonds kaufe und 40% von unserem Evergreen PDI Yin Fonds. Oder 70% von unserem Evergreen PDI Yin Fonds. Dementsprechend, diese Quote ist fix für jede Risikoklasse und das bedeutet, das Geld wird anteilig in unsere beiden Fonds investiert. Die Aktien- und Anleihenquote, die wir dynamisch steuern, wird nur in den Fonds angepasst. Das heißt, da fallen steuerlich überhaupt keine Komponenten an. Wenn es jetzt aber, wie der Kunde oder die Kundin beschreibt, Umschichtungen zwischen Pockets vorgenommen werden, das heißt von einer Risikoklasse 10 in eine Risikoklasse 1, jetzt mal ganz krass gesagt, ne, dann wird alles im Yang verkauft und alles in den Yin reingekauft. Das ist natürlich steuerlich auf jeden Fall relevant. Solche Umschichtungen, da handelt es sich um physische Umschichtungen im Kundendepot, sind immer steuerrelevant. Das heißt, wir empfehlen Leuten, möglichst wenig umzuschichten. Das hat eine Komponente, man sollte sich vorher sehr gut überlegen, welches Risiko möchte ich haben und mit diesem Risiko auch bleiben. Es gibt aber natürlich legitime Gründe, warum man seine Risikokennzahl ändern möchte. Ne? Eine Situation hat sich verändert oder man war jetzt lange in einer hohen Risikoklasse und möchte jetzt langsam abstufen in niedrigere Risikoklassen. Es gibt viele sehr valide Gründe, für die bieten wir das auch an. Zu denselben Kursen, dieselben Konditionen am Ende wie bei einer Steuerautomatisierung, keine Kosten, dieselben Kauf- und Verkaufskurse. Und so weiter. Jedoch fallen auch dabei Steuern an. Das heißt, wenn man weiß, dass man das vorhat, sollte man eventuell die Steueroptimierung vorher ausschalten, damit nicht vorher schon Steuern realisiert werden und danach wieder anschalten, weil diese Umschichtung kann sehr gut steuerrelevant werden. Und es wäre natürlich ärgerlich, wenn man an der Stelle dann Steuern realisiert, die man sich vielleicht zukünftig durch die Steuerautomatisierung noch hätte sparen können. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Dementsprechend, wenn man weiß, dass man vorhat, umzuschichten, vielleicht vorsorglich für das Jahr schon mal die Steuerautomatisierung ausstellen, umschichten und danach wieder aktivieren. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Umschichtungen sollten sehr gut wohl durchdacht sein. Es sollte nicht sein, dass man jetzt mal schnell ad hoc auf den Sprung macht. Da sollte man sich sehr gute Gedanken drüber machen. Ist das dann auch wirklich das Risiko, das ich eingehen möchte? Genau. Dementsprechend auf jeden Fall steuerrelevant. Ansonsten zu denselben Konditionen wie Steuerautomatisierung, sollte aber sehr, sehr gut überlegt sein.
Und jetzt nicht beispielsweise aus der, was wir auch oft bekommen, aus der Marktbewegung heraus. Ne, jetzt, da läuft der Markt ganz schlecht, jetzt muss ich nochmal schnell umschichten. Das ist meistens keine gute Idee. Das, sowas sollte immer eine langfristige Entscheidung sein, sein Pocket umzuschichten. Danke dir, Leon. Damit hast du auch schon die nächste Frage angeschnitten, aber die würde ich gerne dir eben abgeben. Macht es denn in der derzeitigen Situation Sinn, die Risikokennzahl des Investments zu verringern oder beziehungsweise wann würde es denn Sinn machen, das Risiko da zu verringern? Also ganz klare Antwort, nein. Ich würde sogar noch ergänzen, auf keinen Fall. Die Idee, die dahinter steckt, ist ja, dass man vielleicht mit einer etwas riskanteren Risikoklasse gestartet ist, damit jetzt in diesen Schwankungen auch einen temporären Verlust erlitten hat und jetzt gerne sich sicherer aufstellen möchte. Aber genau das haben wir ja in diesen Risikokennzahlen schon gemacht. Ja, das heißt, dieses sichere Aufstellen ist bereits in der Risikokennzahl passiert. Ich will es mal gleich an dem Beispiel, was auch im Chat genannt wurde, klar machen. Ja? Risikokennzahl 5 war die ursprüngliche Risikokennzahl. Und diese Risikokennzahl 5 hatte vor wenigen Monaten, fast Wochen, noch eine Aktienquote von 53%. Also durchschnittlich so ertragsorientiert. 53% Aktienanteil in Risikoklasse 5. Die Charakteristik für Risikoklasse 5 hat sich aber innerhalb von wenigen Wochen aufgrund der Situation an den Märkten dramatisch geändert. Das heißt, wir haben dort in sehr vielen Schritten diese Aktienquote deutlich gesenkt von 53% auf aktuell nur noch 16%. Ja, das heißt, das, was vor 2 oder 3 Monaten Risikokennzahl 5 war, hat heute die Charakteristik von Risikokennzahl 1 von vor 3 Monaten. Ja, also sehr, sehr konservativ. Wir haben dort im Prinzip schon so weit abgesichert, dass dort gar nicht mehr so viel passieren kann. Und das Gleiche gilt bei Risikokennzahl 5 auch für die Anleihenquote, die ja auch sehr schlecht gelaufen sind. Da hatten wir vor 1,5 Jahren noch eine Quote von 78% Anleihen, Risikokennzahl 5. Aktuelle Quote für Risikokennzahl 5 im Anleihenbereich 19%. Das sind jetzt schon weniger Anleihenanteile, als das für Risikokennzahl 1 vor wenigen Monaten noch der Fall ist. Und entsprechend ist selbst für die mittlere Risikokennzahl 5 der Kasseanteil von 0% auf 65% Kassehaltung nach oben gegangen. Also ist jetzt selbst Risikokennzahl 5 und wir können das sogar erweitern auf Risikokennzahl 10, also unsere aggressivste Risikokennzahl, sind also nicht nur Risikokennzahl 1, sondern alle Risikotöpfe enorm im Risiko reduziert worden. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal konservativer gehen wollte, also von der stark risikolimitierten Kennzahl 5, die nur noch 16% Aktien hat, auf die Risikokennzahl 1, dann wäre der Effekt erstmal sehr, sehr gering. Ja, das zusätzliche Maß an Sicherheit ist gering, weil beides schon sehr, sehr konservativ aufgestellt ist. Aber wenn es zu einer Erholung kommt, die dann natürlich auch automatisch bei uns mit Umschichtungen begleitet wird, wir erhöhen dann natürlich wieder die Quoten auf der Aktien- und Anleihenseite, dann muss man sich darüber im Klaren werden, dass Risikokennzahl 1, weil die grundsätzlich ja viel konservativer gemanagt wird, bei weitem nicht an einer Erholung partizipieren würde, wie Risikokennzahl 5. Und im schlimmsten Fall bedeutet das, dass ich zunächst mit der höheren Risikokennzahl in den Verlust reingelaufen bin und dann mit einer niedrigen Risikokennzahl in der Erholungsphase partizipiere und damit ja im Prinzip zweimal daneben gelegen habe. Also diese Idee, diese Intention, wenn die Märkte sehr turbulent sind, sich etwas konservativer oder sicherer aufzustellen, die ist ja völlig nachvollziehbar, aber die ist am anderen wiederum Kern des dynamischen Konzeptes von Evergreen. Das heißt, wir gehen aus den Risiken
aktiv raus. Wir haben ja diese Risiko, die Sicherheitszone, die sich jeder in seinen Pockets auch anschauen kann. Dort kann man auch für sich überall die maximalen Verlustpotenziale mal anschauen und sehen, wie weit könnte denn mein Pocket, meine Risikokennzahl überhaupt noch fallen und wo sind dann die Verluste auch begrenzt, auch wenn der Markt sich jetzt nochmal halbiert oder sonst was für Chaos passiert. Wir managen das so, dass die Sicherheitszone eingehalten wird. Und das bedeutet auch für höhere Risikokennzahlen, dass dort enorm Risiken reduziert werden. Dafür sind wir da. Das ist genau das, was wir machen. In der Wahrnehmung ist es manchmal schwierig, denn zunächst mal sind die Kursrückgänge, spiegeln die sich sehr stark in den Pockets wieder, wenn also die Quoten, die wir fahren, noch relativ hoch sind. Aber die nächsten, sagen wir mal, Kursverfalle, die es an den Märkten gibt, die werden überhaupt nicht mehr so mitgenommen, weil dann nach und nach die Quoten immer stärker runtergehen. Was ich damit sagen will, ist, wenn es jetzt zu einem deutlichen Crash kommt oder nochmal zur gleichen Wertentwicklung wie in den letzten Monaten, also wir verlieren jetzt nochmal 10-15%, dann partizipieren alle Pockets, egal ob Risikokennzahl 1 oder 10 oder irgendwas dazwischen, nur noch in sehr, sehr geringem Umfang von weiteren Kursverläufen. Und das ist eben der Sinn der dynamischen Steuerung. Alle Risikokennzahlen werden sehr stark abgesichert mit Unterschieden zwischen 1 bis 10 in dem Sinne, dass man mit 10 oder 9 oder 8 an einer Erholung natürlich deutlich dynamischer partizipiert als mit den konservativen Risikokennzahlen 1, 2 oder 3. Von daher auf jeden Fall sei davon abgeraten, diese Risikokennzahlen so prozyklisch nochmal zu ändern, weil man verstärkt damit nochmal ein kleines Stück das, was wir sowieso schon tun, nämlich diese dynamische Steuerung. Was ganz anderes wäre es natürlich, wenn ich jetzt in ein fixes, statisches ETF-Portfolio investiere, welches zu 50% aus Aktien und zu 50% aus Anleihen besteht. Denn das bestand vor einem halben Jahr aus 50-50 und hat diese Verluste mitgemacht. Und es besteht heute immer noch aus 50-50 und würde die darauffolgenden Verluste, die vielleicht eintreten in den nächsten Monaten, mit der exakt gleichen Intensität nachvollziehen wie die ersten 10-15% Kursverluste an den Aktien- und Anleihenmärkten. Man würde also mit gleicher Dynamik die nächsten Kursverluste immer weiter mitnehmen. Und da ist auch verständlich, dass der ein oder andere dann irgendwann sagt, also jetzt ist mir das zu bunt. Jetzt schichte ich um von 50-50 auf gegebenenfalls Kasse. Also ich verkaufe alles und gehe in mein Girokonto, damit ich nicht noch mehr Verluste erleide. Oder ich versuche mir ein konservativeres Portfolio aufzubauen. Was aber in der aktuellen Situation immer bedeutet, eine ganz hohe Kassehaltung, weil die Anleihen, wie angesprochen, eben aktuell nicht als konservativer Hafen oder sicherer Hafen gelten, weil sie genauso fallen wie die Aktien. Ja, und klar, wenn ich mit einem 100% Aktienportfolio unterwegs bin und jetzt mal 15% Minus mitgemacht habe und der Markt fällt nochmal 20%, dann bin ich natürlich mit weiteren 20% dabei und dann kann ich verstehen, dass man dann dort nervös wird. Selbst dort sollte man sich vielleicht auch auf seinen langfristigen Anlagehorizont besinnen. Auch wenn das jetzt nicht unser Ansatz ist, so hohe Aktienquoten einfach durchzuhalten. Aber in den Wettbewerbsportfolios ist es ja durchaus üblich, diese hohen Quoten dann auch einfach beizubehalten. Und da macht es dann Sinn, das auch auszusitzen. Weil langfristig sehen wir natürlich sicher auch irgendwann wieder die Erholung. Aber jetzt speziell im Evergreen-Fall, diese Risikoreduzierung, die nehmen wir vor und die nehmen wir auch drastisch vor. Ja, dieses Beispiel sollte das auch zeigen. Also 55% Aktienquote vor ein paar Monaten, 16% Aktienquote aktuell in Risikokennzahl 5. Das ist, also unterm Strich ist es so, dass Risikokennzahl 5 heute konservativer aufgestellt ist als Risikokennzahl 1 vor 5 Monaten. So enorm sind die Umschichtungen in den einzelnen Risikokennzahlen. Für Risikokennzahl 1 bedeutet das natürlich, dass sie jetzt noch viel konservativer aufgestellt ist, als sie das vor 5 Monaten noch war. Und so zieht sich das über alle Pockets oder alle Risikokennzahlen durch.
Und damit zurück zu Charlotte. Ich hätte eventuell noch eine kurze allgemeine Anmerkung zum Thema Umschichtungen. Es ist, wenn man, wie bei Charlotte den Fall angewähnt hat, ein Kunde, der langfristig auch umschichten möchte. Es ist langfristig immer eine gute Idee, wenn die Märkte weiter unten sind, ein hohes Risiko, also deine Risikoklasse zu erhöhen und aber nicht zu verringern. Und wenn man weiter oben ist, die Risikoklasse zu verringern und nicht zu erhöhen. Damit man eben diesen Effekt hat, dass man mit hohem Risiko mitgeht und dann mit niedrigem Risiko fällt und nicht andersherum. Das sollte auch nicht opportunistisch gemacht werden, weil das die Gefahr von Market Timing wirklich groß ist. Aber wenn man langfristig Umschichtungen vorhat, die auch sinnvoll sind, dann kann man sich daran orientieren, kann man sagen, ist die Marktsituation jetzt gerade so, dass es weiter nach unten geht, dann kann ich jetzt mein Risiko erhöhen, wenn ich das sowieso schon vorhatte. Oder geht jetzt die Märkte, sind jetzt gerade weiter oben, ich wollte mein Risiko eh schon immer mal ein bisschen runterfahren, dann ist das jetzt vielleicht eine gute Methode. Und wie Ivan erklärt hat, wenn man das aber opportunistisch zum jetzigen Zeitpunkt macht, dann gibt man die Gefahr auf, da sehr, sehr viel auch Gewinn liegen zu lassen. Wir sehen das immer wieder bei Kunden, die jetzt opportunistisch umschichten oder große Angst haben und dann doch nochmal noch weniger Risiko wählen und dann eben diesen systematischen Ansatz, den wir verfolgen, mit unserem Risikomanagement aushebeln und dementsprechend negative Gewinne realisieren, die sie im Grunde nie wieder aufholen können, weil sie sich beim Market Timing vertan haben. Market Timing, das ist was unglaublich Kompliziertes. Da scheitern die allermeisten Menschen dran, professionelle Anleger und auch Privatanleger. Und unser systematischer Ansatz bildet da eben eine sehr, sehr gute Alternative. Man sollte sehr vorsichtig sein, wenn man den durch händisches Umschichten versucht zu umgehen, weil eben dann dieser Risikomanagement-Ansatz im Zweifel nicht mehr gut greifen kann. Danke dir für den Nachsatz, Leon. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, es ist immer schwer zu sagen, wann jetzt nun der beste Zeitpunkt ist, umzuschichten. Das können auch wir nicht voraussagen, ob nun jetzt die Wertentwicklung von jetzt an dann wieder steigt und es Sinn macht, jetzt das Risiko zu erhöhen oder nicht. Das nur als kleiner Nachteil. Das stimmt natürlich. Den besten Zeitpunkt zum Umschichten, den wird man immer verpassen. Das ist ganz systematisch so, das geht gar nicht anders. Aber man kann natürlich, ich meine, in dem jetzigen Marktumfeld sieht man, die Preise sind sehr weit unten, die können auch noch viel weiter fallen, das kann natürlich gut möglich sein. Man kann sich aber trotzdem überlegen, wenn ich langfristig eine Umschichtung in eine niedrige Risikokennzahl vorhabe, ist das jetzt vielleicht einfach ein schlechter Zeitpunkt im Vergleich zu, wenn ich jetzt immer schon mal überlegt hatte, in eine höhere Risikokennzahl zu gehen, dann ist das jetzt definitiv ein besserer Zeitpunkt als beispielsweise im November vom Vorjahr. Vielleicht ist es nächsten Monat über den nächsten Monat noch ein viel besserer Zeitpunkt, das weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein besserer Zeitpunkt als schon vor ein paar Monaten oder wenn man nach runter gehen will, deutlich, deutlich schlechterer Zeitpunkt. Aber klar, den besten Zeitpunkt, den wird man auf jeden Fall, egal wie man es versucht, verpassen. Das zeigt sich doch immer wieder bei Leuten, die es versuchen. Genau, danke dir für den Nachtrag. Wir haben noch die zweite Frage aus dem Chat. Warum denn das Pocket mit der Risikokennzahl 5 einen Cashanteil von 65% hat? Und bei Risikokennzahl 1 der Cashanteil 85% ist, warum es da die Unterschiede gibt. Leon, vielleicht möchtest du da ganz kurz was dazu sagen. Und eventuell kannst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, was dieser Kasseanteil eigentlich tatsächlich ist, weil doch auch schon die Nachfragen kamen, ob das ein Teil ist, der jetzt auf irgendeinem Tagesgeldkonto liegt und gar nicht investiert ist und da Negativzinsen drauf bezahlt werden müssen. Sehr gerne. Der Cash-Anteil oder Kassa-Quote, wie auf unserer Website genannt wird, ist im Grunde das Residual aus 100% minus Aktienquote minus Anleihenquote. Das heißt, die Anleihenquote und Aktienquote geben an, wie viel Prozent des Fondsvolumens oder des eigenen Investitionsvolumens, das ist ja anteilig genau das Gleiche, derzeit in Aktien investiert sind oder halt in Anleihen investiert sind. Und wenn es nicht in Aktien und auch nicht in Anleihen investiert ist, dann ist es konsequenterweise nicht investiert und dementsprechend in Cash oder in die Kassaquote investiert. Das heißt, alle drei Komponenten zusammen müssen immer zwangsläufig 100% ergeben. Und dementsprechend ist die Kassaquote in einer hohen Risikoklasse 5 meistens und derzeit auch leicht höher als die, ist die Kassaquote dort niedriger als die Kassaquote in der Risikoklasse 1. Weil in der Risikoklasse 1 habe ich jetzt eine Anleihenquote von 5% oder 10% und eine Aktienquote von 5%. Und dementsprechend das Residual, das nicht investierte Geld, ist in der Kassaquote investiert und entspricht den 85%. Und in der Risikoklasse 5 bin ich mit
10% Aktien und 20% Anleihen jetzt mit drin beispielsweise. Und dementsprechend ist die Kassaquote wieder das Residual, das etwas niedriger ist als die Kassaquote in der niedrigen Risikoklasse. In was genau diese Kassaquote investiert ist, das ist auch Tage, das kann man sich tatsächlich vorstellen wie ein Tagesgeldkonto. Es ist nicht nur Tagesgeld, weil das ansonsten ein sehr hohes Kontrahentenrisiko hätte. Das heißt sozusagen, Kontrahentenrisiko bezeichnet das Risiko, dass die Bank, bei der das ganze Geld ausliegt, ausfällt. Bei uns, unsere Bank, wir haben auch eine Kapitalverwaltung, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Kreissparkasse Köln. Dort liegt das Geld tatsächlich physisch auf einem Bankkonto. Das sind aber nicht die kompletten 85%. Das restliche Geld von dieser Kassaquote investieren wir in kurzlaufende, hochsichere Anleihen. Das sind praktisch Anleihen, die derart wenig Restlaufzeit haben und derart wenig Risiko, dass sie vergleichbar sind mit einem Tagesgeldkonto bei einer Bank. Das heißt, es ist zum Beispiel eine kurzlaufende, einjährige deutsche Staatsanleihe, die hat ein super geringes Zinsrisiko, die hat quasi kein Ausfallrisiko. Das heißt, es handelt sich dabei vergleichbar mit einem Bankkonto. Und das bedeutet aber auch tatsächlich Negativverzinsung. Auch auf unserem Konto, wie bei den allermeisten Konten, haben wir eine Negativverzinsung um die minus 0,5%. Und auch kurzlaufende Staatsanleihen haben eine vergleichbare Negativverzinsung mit einem Bankkonto, weil es ein vergleichbares Risiko ist. Vergleichbares Risiko bedeutet immer vergleichbare Rendite. Das heißt, eine kurzlaufende Staatsanleihe hat genau dasselbe Renditeprofil, vielleicht jetzt mit den aktuellen Zinserhöhungen ein klein bisschen höheres. Vielleicht kommt man bei plus minus null raus, wobei das bei einer einjährigen Staatsanleihe schon sehr schwer sein würde. Bei einer zweijährigen hätte man vielleicht sogar eine Chance dazu. Dementsprechend kommt da tatsächlich eine Negativverzinsung in dieser Kassaquote zustande. Derzeit, wenn die Zinsen irgendwann langfristig wieder steigen, kann das auch positiv werden. Derzeit ist es aber tatsächlich leicht negativ. Aber wie bereits erklärt, wenn sowohl Aktien und Anleihen schlecht laufen und monatlich 2-3% verlieren, dann sind die 0,02%, die du monatlich durch eine Kassaquote verlierst, vergleichsweise so gering, dass es immer noch der bessere der drei Assets ist. Und dementsprechend auch eine Kassaquote bevorzugt ist zu Aktien und Anleihen. Und wenn Aktien und Anleihen langfristig wieder gute Performances abliefern und mehr Gewinne machen, dann wird eben die Kassaquote reduziert und mehr in Aktien und Anleihen gegangen, um die Gewinne wieder mitzunehmen. Super, danke dir. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die wir vorab erhalten haben. Eine Frage, die vorab kam, die kann ich sogar beantworten. Das war die Frage, ob wir denn auch Unternehmensdepots anbieten. Die Frage bezog sich generell auf ein Depot einer Partnerschaftsgesellschaft, aber generell für die meisten Unternehmensformen bieten wir auch Unternehmensdepots an. Das Ganze auch zu genau den gleichen Konditionen, wie das bei Privatdepots der Fall ist, sprich es entstehen keine Servicekosten, es entstehen keine Transaktionskosten. Man kann genauso Pockets erstellen mit verschiedenen Risikoklassen. Der einzige Unterschied, der besteht, ist der Anmeldeprozess, der für Unternehmen nicht digital erfolgen kann, sondern handschriftlich erfolgen muss, beziehungsweise digital ausgefüllte Dokumente handschriftlich unterschrieben werden müssen und die Eröffnungsdauer doch ein wenig länger ist, als es bei einem Privatdepot der Fall ist. Aber falls es da Interessen gibt, gerne eine E-Mail senden oder auch einfach zu unseren Servicezeiten anrufen. Und dann die letzte Frage, die fasse ich einmal zusammen. Das ist die Frage nach Rürup und betrieblicher Altersvorsorge. Even, die würde ich gerne an dich abgeben. Wann bieten wir das denn an? Ja, also es gibt keine konkreten zeitlichen Pläne, das zu machen. Auf Sicht ist es unser Ziel, auch komplett die Produkte komplett auch anzubieten. Dazu gehören auch vermögenswirksame Leistungen. Und das liegt einfach an der Priorisierung der Projekte, die wir umsetzen wollen. Wir arbeiten zum Beispiel auch an einer App für unsere Kunden, dass sie ihre Depots und Transaktionen über die Evergreen App abwickeln können und haben viele andere Projekte. Wir verbessern gerade erheblich die Expertenansicht, die Analysemöglichkeiten der einzelnen Pockets und verschiedenste Darstellungen, dass man noch tiefer einsteigen kann in sein Investment, was man getätigt hat. Das sind so unsere aktuellen Prioritäten. Wir werden das irgendwann komplettieren, auch durch die ergänzenden Produkte vom
Rürup, vermögenswirksame Leistung, betriebliche Altersvorsorge. Dort haben wir schon erste Gespräche auch geführt mit Partnern, die solche Konten auch administrieren können. Aber das sind die Projekte eher für 2023. Dieses Jahr schaffen wir das leider noch nicht, weil wir da nicht die ausreichenden Entwicklerkapazitäten haben. Super, danke dir. Dann vielen lieben Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Dabeisein und fürs Fragenstellen. Ich hoffe, dass Ivan und Leon gut auf die Fragen eingehen konnten und ja, alle Unklarheiten erstmal beseitigen konnten. Ja, dann nochmal ein Dankeschön an alle zusammen und jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.